Der Super Hard Mode in Roblox Stars wird bleiben. Wir haben ja viel spekuliert, ob der jetzt nur zum 1. April bleibt oder direkt wieder geht. Aber er wird bis zum 8. April verfügbar sein. Wenn ihr das Video hier seht, ist der 8. April wahrscheinlich schon vorbei. Aber wenn ihr einen Privatserver in Roblox Stars habt, könnt ihr trotzdem noch den Super Hard Mode spielen. Das heißt, er bleibt auf ewig im Game. Und das bedeutet auch, wir haben noch genügend Zeit, uns dieses ultra seltene Achievement zu holen. Lasst gerne einen Daumen nach oben auf das Video da, abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das neue Tjulfa Bundle ab dem 15.04. um 18 Uhr auf tjulfa.shop. Im Bundle enthalten sein wird ein Shirt, eine Sporttasche und eine von zwei verschiedenen Autogrammkarten. Allerdings wird der Merch-Drop limitiert sein auf 250 Pakete. Also tragt euch auf jeden Fall den 15.04. 18 Uhr in den Kalender ein. Ihr könnt euch jetzt schon auf der Shop-Website, Link ist in der Beschreibung, registrieren, damit ihr garantiert direkt am Start seid, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Meine Empfehlung für den Doors Super Hard Mode ist auf jeden Fall, sich immer am Anfang eine Taschenlampe zu kaufen, Leute. Es ist einfach so dunkel in dem Game. Für alle, die den Schlüssel suchen, der ist immer hier neben dem Schrank. Das wissen wir ja mittlerweile schon, nachdem ich direkt beim ersten Mal erstmal komplett draufgegangen bin, weil ich den falschen Schlüssel genommen habe. Und unser Ziel ist es, wie gesagt, dieses Achievement zu bekommen. Gegen Ende vom Super Hard Mode wird das Spiel so extrem schwierig, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also ab Tür 70 oder ab Tür 80 ist es so ein Kopfschmerz, hier im Hotel unterwegs zu sein, Leute. Ich sage es euch. Wir haben ja jetzt den Modus auch schon ein paar Mal gestreamt bei mir auf dem Hauptkanal. Und es ist einfach jenseits von Gut und Böse, Leute. Okay, aber wir versuchen es mal heute zu schaffen. Vielleicht kriegen wir es hin. Und rein! Oh. Wir haben es geschafft. Ich glaube, das war das Trollface sogar, ne? Und ich glaube, es gibt bestimmt auch noch andere Secrets, die man hier im Super Hard Mode noch entdecken kann. Ich meine, wir haben ja jetzt schon die Handgranaten oft benutzt, die heiligen Handgranaten, um uns wirklich gegen schlimme Gegner zu wehren, Leute. Wir haben Figger damit schon erledigt, wir können Jeff damit erledigen. Ich würde eigentlich ganz gerne heute mal testen, ob es auch möglich ist, Sieg in die Luft zu jagen damit. Das wäre nochmal cool zu wissen, so irgendwer kommt. Warte, ich gehe schon mal runter. Ich verstecke mich schon mal. Oh, okay, wir haben es geschafft. Schnell wieder raus, schnell wieder raus. Boah, es ist echt heftig, wie aggressiv Hyde in dem Update ist. Wow! Ey, das Geschrei macht mich einfach immer so fertig. Okay, kurz die Türnummer checken, besser ist es. Aber am geilsten sind ja wirklich auch diese Schildtränke hier. Einfach diese großen Tränke wie aus Fortnite einfach am Start. Finde ich richtig, richtig lustig. Warte, wo muss ich? Warte, ich habe mich verlaufen. Hilfe. Ah, hier muss ich durch. Okay. Okay, ich habe es geschafft. Dankeschön. Alter, seht ihr, hier ist jetzt auch so ein ultra dunkler Raum. Und wir brauchen den Schlüssel, aber den finden wir hier drinnen. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, Leute, wie weit seid... Na komm, gib mir das Getränk. Wie weit seid ihr jetzt schon gekommen in dem Super Hard Mode? Was ist euer Highscore, Leute? Wie weit habt ihr es schon geschafft? Mein Highscore habe ich in einem Livestream geschafft. Ich glaube, das waren... Bei was waren wir da? 82 oder so. Und da hat Ambush irgendwie einen Bug gehabt. Ambush hat keine Geräusche gemacht. Und ich wusste nicht, wann ich mich verstecken musste und wann nicht. Und dann war Game Over, Leute. Da habe ich echt richtig Pech gehabt. Oh, schon wieder... Oh, eine Batterie. Let's go. Let's go. Alter, wie aggressiv Greed auch einfach ist. Ne? Man ist ein bisschen am Looten. Und der ist direkt richtig sauer die ganze Zeit. Nur weil ich ein bisschen Gold mitnehme. Ey, wie oft ist denn Screech hier? Bro, hör mal auf. Ich brauche den Schlüssel nur. Ist er hier drin? Bitte, kein... Oh, okay, Vitamine nehmen wir mit. Was ist da drin? Gold. Und noch eine Batterie. Let's go. Okay, Batterien sind richtig gut. Noch mehr Vitamine. Jetzt haben wir schon dreimal Vitamine. Das ist nice, wenn uns Sieg dann wieder verfolgt mit seinem neuen Auto, was er da jetzt hat. Und wir haben die Handgranate. Let's go, Leute. Die heilige Handgranate. Wir können sie benutzen, um sie... Wir haben zweimal die Handgranate. Let's go. Die können wir benutzen, um sie einfach auf Sieg zu schmeißen gleich. Das werde ich definitiv testen, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob die Handgranate bei ihm überhaupt funktioniert. Aber ich werde es trotzdem benutzen. Nein! Oh Mann, ich wollte das Gold gar nicht einsammeln. Okay, ich muss kurz warten. Ich brauche kurz eine Pause. Aber wir haben schon über 1000 Gold. Wir sind reich. Das Ding ist halt, ich glaube, Schlüssel machen keine Geräusche mehr. Hier im Super Hard Mode. Weil Schlüssel hört man ja eigentlich auch so ein bisschen. Ich meine, ich habe Dietriche. Ich könnte easy schon längst weiter sein, Leute. Aber ich will die Dietriche noch ein bisschen behalten. Ich würde nämlich auch eigentlich ganz gerne mal die Rooms auschecken. Ob die auch anders sind im Super Hard Mode. Da war ich nämlich noch nicht drin. Hier ist der Schlüssel. Okay, Schlüssel machen doch Geräusche. Okay, alles klar. Kein Problem. Entschuldigung.
Ich dachte, Schlüssel machen keine Geräusche mehr. Aber wie viele Items man im Super-Hard-Mode findet, ne? Ich meine, der Modus ist zwar heftig, schwierig und hart, aber was man alles so an Kram findet... Warte, was haben wir für eine Nummer? 13. Das heißt, wir gehen durch 14. Wir müssen gut auf Tube aufpassen, Leute. Das war 14, also als nächstes 15. Alter, wie oft kommt gerade Tube? Was soll denn das? Ey, ich hätte mal gern wieder einen Raum mit Licht. What the hell? Oder gib mir eine Batterie wenigstens. Ja, Alter, Raum mit Licht direkt. Warte. Ja, direkt kommt irgendwer angeflogen. Wir gehen rein in den Schrank. Okay, alles klar, mach's gut, Bro. Okay, ich muss jetzt nochmal ein bisschen rumlooten, Leute. Ich brauche ganz, ganz dringend eine Batterie, bitte. Es ist sehr, sehr dunkel. Aber alles, was ich finde, ist Gold und Greed wird sauer. So was Doofes. Ich bleib einfach hier am Fenster. Hier ist es schön. Es regnet draußen. So toll. Ich mag Regen, Leute. Mögt ihr auch Regen? Oh, oh nein! Ey, chill! Chill, chill! Ey, wieso habe ich so viel Schaden gerade bekommen von Eis, hä? Was sollte das denn? Ich habe ihn gar nicht angeguckt. Nicht mal, als ich auf dem Boden lag. Oh mein Gott, Leute. Ey, wir haben so viel Damage gerade gefressen. So was Blödes. Och Mann, und jetzt ist Eis schon wieder da. Okay, Eis ist ganz da hinten. Warte, was ist das hier für ein Raum? Muss ich durch eine Tür? Nee, ich glaube nicht. Okay, oh, und Pflaster. Nice. Danke für nichts. Okay, was ist hier drin? Okay, Gold. Nice. Nehmen wir mit. Besser haben als nicht haben. Alter. Dieser Modus macht einen... Also der Modus ist wirklich richtig, richtig übel, Leute. Ich sag ganz ehrlich. Aber ich finde das Update richtig, richtig cool. Es macht so Spaß, mal wieder eine richtig krasse Herausforderung in Doors zu haben. Weil den normalen Modus haben wir mittlerweile schon so oft gespielt. Wow, schon wieder Eis am Start. Let's go. Moin, moin. Mach's gut. Kann ich hier durch? Ich benutze jetzt einen Dietrich. Ich habe keinen Bock mehr, Schlüssel zu suchen. Ich sag ganz ehrlich. So, hier. Fetze ich mir nochmal... Oh, Ambush. Ambush, komm. Rein. Raus. Okay, und hört ihr das jetzt letztes Mal, als ich gestorben bin bei Tür 82, hatte ich einen Bug. Er hat die ganze Zeit sein Geräusch gemacht. Das hier. Und dann wusste ich nicht, ob er kommt oder nicht. Und dann wusste ich nie, wann ich in den Schrank rein kann und nicht. Und dann hat er mich irgendwann geholt. Das war ein richtig blöder Bug. Aber jetzt funktioniert er ja richtig. Mal sehen, wie oft er jetzt hin und her fliegt, Leute. Das waren dreimal. Mal sehen, wie oft er das jetzt macht. Kommt er nochmal? Viermal. Okay. Kommt er nochmal? Bitte nicht. Oh doch, er kommt. Alter. Ich wollte gerade sagen, wir haben es geschafft, aber nee, haben wir nicht. Fünfmal hin und her geflogen. Das war's jetzt aber. Ja, okay, wir haben es geschafft. Easy. Ambush ausgewichen, Leute. Und wir suchen jetzt mal... Oh, ein Feuerzeug. Okay, nehme ich auch. Hauptsache was mit Licht. Weil ich brauche definitiv eine Batterie und Pflaster. Batterien und Pflaster. Eins von beiden haben wir hier schon mal. Ein schönes Pflaster. Sehr gut. Das klebe ich mir mal auf die Fleischwunden, die Viecher mir hier reingerissen haben. Ja, was sind denn das hier für... Gibt's hier keine Türen für andere Räume? Lol, das war voll der komische Raum. Ultra verwirrend. Ich dachte, da sind Räume an den Rändern. Aber war einfach nicht so. Einfach gescammt. Okay. 25, nächster Raum. Immer noch stockfinster. Wie können so viele Räume so dunkel sein? Oh, noch ein Pflaster. Wir haben fast wieder full life. Let's... Oh. Screech war auch da. Moin, moin. Grüß dich. Grüß dich. Okay. Nächste Tür... Und, wow, Vorsicht. Wow, wir haben noch eine Granate. Warte mal. Geht die? Ah! Wow. Geht die Granate eigentlich auch bei Eis? Warte, stopp. Ja, das funktioniert. Let's go. Ich habe die auch nur benutzt, weil hier noch eine lag. Nice. Man kann einfach Eis in die Luft jagen, Leute. Let's go. Okay. Ich hätte jetzt echt gerne eine Batterie. Bitte eine Batterie vielleicht? Nein? Okay. Okay, hinter der Tür hier links ist auf jeden Fall Tube. Braucht man einen Schlüssel? Man braucht einen Schlüssel. Okay, dann ist es entspannt. Dann können wir die nicht aus Versehen öffnen. Weil wenn man Türen aus Versehen öffnen kann, ist immer schwierig. Weil stell dir mal vor, du bist hier in so einem dunklen Raum unterwegs, willst nur mal alles checken und läufst aus Versehen in eine Dupe-Tür rein. Das wäre so ziemlich das Dümmste, was passieren kann. Nicht... Looten. Nein, nicht looten. Bro, chill doch. Ich will das gar nicht alles looten. Nein, hey, stopp. Okay. Kurze Pause. Ich darf nichts mehr looten. Alter, wir haben 2300 Gold. Ich war noch nie so reich. Noch ein Pflaster. Sehr stark. Nehmen wir mit.
Und, also eigentlich, ich loote hier auch gar nicht mehr wegen dem Schlüssel, Leute. Wir haben genügend, genügend Dietrich hier. Ist nicht so, dass ich hier unbedingt einen Schlüssel mitnehmen muss. Aber ich brauche Batterien. Ich brauche ganz dringend Batterien. Es ist stockfinster. Und noch so ein Dings hier nehme ich auch. Bisschen was zu trinken. Oder ein Feuerzeug. Ja, auch nice. Hauptsache irgendwas mit Licht. Aber Batterien wären halt Premium. Hier ist auch der Schlüssel dann jetzt übrigens. Oder hier oben. Welcher Raum ist es? 27. Alles klar. Aber ich habe das Gefühl, dass es... Ja, Mann. Dass es hier im Hardcore-Mode, im Super-Hard-Mode, noch dunkler ist als im anderen Modus, oder? Kommt mir das nur so vor. Also ich würde safe... Wow! Was? Wow, Jeff ist hier! Nein! Nein, nein, nein! Chill, Bro, chill, hör auf! Ich hab die Granate! Ich hab die Granate! Nein, nein! Oh mein Gott. Oh nein, wir sind alle in die Luft geflogen. Wer hat hier wen umgebracht? Ich habe mich selbst mit der Granate umgebracht. Natürlich. Och, Mann, oh. Was wir aber auf jeden Fall, denke ich mal, kollektiv feststellen können, ist, dass hier auf im Super-Hard-Mode es so unfassbar heftig ist, Gold zu farmen. Also ich glaube, im anderen Modus kriegt man nicht annähernd so viel Gold. Wir waren ja auch im normalen Modus schon oft Singleplayer unterwegs und da hatte ich noch nie 2300 Gold oder sowas. Also, kann mich nicht dran zurückerinnern, dass das irgendwann mal so war. Definitiv nicht. Ich glaube, 1000 war mal heftig und dann habe ich schon gedacht, wow, das ist aber viel Gold. Das andere, was man sagen kann, ist, ich habe noch nie so oft in meinem Leben Eis gesehen. Keine Ahnung, was mit dem Vieh los ist, ob sich das geklont hat oder so. Kein Plan, aber Eis ist einfach echt in 9 von 10 Räumen aktuell. Es ist so dumm. Okay, warte, wir nehmen noch ein bisschen Gold hier mit. Let's go. Und weiter geht's. Welchen Raum waren wir eben? 28 oder so, als dann Jeff aufgetaucht ist? Wenn Jeff auftaucht, hat man halt echt ein Problem, Leute, ne? Oh, und wir haben wieder die Handgranate, Leute. Let's go! Go? War das Greed? Nein. Gestorben an Greed in Tür 6. Ich kann das alles nicht mehr. Wie er auch geschrien hat, Alter. What? Ich weiß nicht, ob manche von euch das Meme hier kennen, aber der Typ hier in dem Video schreit 1:1 so, wie Greed gerade geschrien hat. Schaut Hero. Euch das mal an, das ist auch ultra lustig. Okay, no er versucht rauszufinden, wie man Gyros ausspricht. Das wird halt auf Englisch irgendwie Gyro oder Gyro oder Euro ausgesprochen. Keine Ahnung, Leute. Und jetzt hört er sich an, wie man Mayonnaise ausspricht. So this guy? Euro. He doesn't sound like he has the experience. Euro. Now, dann, I would trust him to say mayonnaise. Euch den Schrei an. Mio de noche. Wow! Okay. Hä, genauso hat doch Greed gerade geschrien, oder? Aber am besten ist, wie der Typ in dem anderen Video Mayonnaise ausspricht. Mayonnaise. Oh, oh mein Gott, Alter. Leute, ich habe gerade die Aufnahme wieder gestartet. Wir sind jetzt bei Tür 13. Eben ist bei Tür 2 Jeff direkt aufgetaucht, aber ich habe es geschafft, ihm wegzulaufen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und ich sag mal, wenn wir eine bestimmte Strecke zurücklegen, lösen sich ja die anderen Räume quasi auf hinter uns oder die schließen sich wieder, besser gesagt. Also denke ich mal, wir sind ihn vielleicht losgeworden sogar. Okay, wer kommt da? Ist Rush? Ja, es ist Rush. Das ist einfach nur Rush. Leute, ich will einfach nur zum Ende kommen hier drin. Es kann doch... Oh mein Gott, Eis schon wieder. Es kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir müssen hier durch die Tür. Easy, kein Problem. Wow. Okay, Tür 18. Wir schaffen es ja nicht mal bis zur ersten Version von Sieg, dass wir überhaupt mal Sieg herausfordern können. Nicht mal bis dahin kommen wir. Oh, aber ein Pflaster. Dankeschön. Dankeschön. Kann ich meine Fleischwunden verbinden, während ich... Alter, Timothy. Als ich von Jeff abgestochen wurde. Oh, warte. Welche Tür ist es? Okay, 21 ist die nächste. Wir gehen rein, schnell. Yes, okay, haben wir geschafft. 21, ah, okay, ich hätte gar nicht gucken müssen. Wenn die Viecher durchfliegen, geht ja eh automatisch die richtige Tür auf. Von daher easy. Okay, let's go. Hier wieder ein bisschen Gold. Ich suche gerade immer noch nach der, ich habe doch Screech gerade gehört, oder? Vielleicht auch nicht. Ich suche immer noch nach der heiligen Handgranate, dass wir die gegen... Oh, nein. Nein, als wenn er... Ach nee, Jeff, bitte nicht. Als wenn er schon wieder hier ist. No! Oh, er ist direkt hinter mir. Bro, what the hell?
Hey, ich will doch einfach nur das Spiel spielen. Ey, das sticht mich jetzt einmal, bin ich dead, ne? Ich will doch einfach nur das Game spielen, Bro, hör auf! Zack! Hat's funktioniert? Habe ich getauscht, das Bild? Habe ich. Okay, ich bin einfach besser. Einfach besser, einfach zu schnell. Er ist direkt hinter uns, Leute, mit seinem dämlichen Messer. Okay, rein mit dem Bild. Oh. Ich habe richtig... Ah, er ist direkt hinter uns, oh Mann. Warte. Ich kann ihn doch über die Bananen locken, oder? Wenn er da reintritt, hat er eh verkackt. Warte, Tür 24 ist es, ne? Ja. Okay, einfach weiter, einfach weiter. Hier ist Ding. Nein! Die Lampe ist auch kaputt. Ich sehe nichts. Schnell. Ist er noch da? Ne, wir sind ihn losgeworden. Okay. Easy. Jetzt schnell hier rein. Alter. Leute, ich sage es euch. Das ist kein Spaß mehr hier. Wir haben kaum noch Leben. Es ist gerade mal Tür 26. Und wir müssen uns jetzt schon hier einfach nur ans Leben grabben, dass wir irgendwie weiterkommen. Jetzt ist... Oh nein! Ich habe die falsche Tür genommen. Oh, weil ich gerade von 26 geredet habe. Ich bin durch 27 gegangen und nochmal durch 27. Alter, der Modus nimmt mein Leben, hops. Ich kann das alles nicht mehr. Und eine wichtige Sache, die man auch noch bezüglich des Hard Mode... Oh mein Gott. Des Hard Mode Achievements erwähnen sollte. Das Achievement kann man nicht mehr sehen, wenn der Modus nicht mehr für alle zugänglich ist. Aber was bedeutet nicht mehr sehen? Denn es bedeutet nicht das, was ihr denkt, dass es bedeutet. Weil wenn sich jemand das Achievement verdient hat... Oh mein Gott, Greed schon wieder. Weil wenn sich jemand das Achievement verdient hat, dann sieht man es sehr wohl noch über dem Charakter, wenn derjenige möchte, dass es angezeigt wird. Wow, ich wollte das Gold gar nicht aufheben. Glück gehabt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Achievement kriege und es über meinem Charakter ausstelle, dann könnt ihr es trotzdem noch sehen, wenn ihr mich in der Lobby findet. So, jetzt kriechen wir erstmal schnell in den Schrank rein, Leute. Zack. So, und wieder raus. Denn wie eben am Anfang schon erwähnt, wird es den Modus in den Privatservern ja immer noch geben. Und nur... Oh mein Gott. Wo ist Screech? Wow. Nein! Alter. Das war gerade hier Tag-Team-Angriff, Leute. Im Privatserver gibt es den Modus dann immer noch. Und dort kann man sich auch immer noch das Abzeichen holen. Alter, wo bin ich hier? Oh, das ist der falsche Raum. Ey. Alle Räume sind einfach dunkel gerade. Aber wenn man sich dann das Abzeichen im Privatserver noch verdient, dann können es die anderen Leute natürlich auch noch sehen. Was bedeutet also nicht mehr sehen? Wenn man jetzt als normaler Spieler das Achievement-Fenster öffnet, im normalen Modus, wird einem das Achievement einfach nicht angezeigt. Also es sieht dann nicht so aus, als hättet ihr ein Achievement noch nicht verdient. Wenn ihr dann 100% von den Achievements habt, außer von dem Joke-Update hier, sage ich mal, habt ihr trotzdem alle Achievements. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil das hier ist schon... Ey, ich sag, wie es ist, ist ein sehr wildes Achievement und auch extrem mit Glück verbunden. Muss man einfach so sagen. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr den ganzen Run lang nicht ein einziges Mal Jeff als Gegner habt. Oder ihr habt so viel Pech wie Rotox und ihr habt Jeff einfach zweimal. Der hatte neulich in einem Run einfach zweimal Jeff, hat er mir erzählt. Er war kurz vor Ende, einfach zweimal Jeff aufgetaucht. Richtig Game Over. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wenn man das Ding hier hat, ist es krass und ein heftiges Achievement, dass man es sich verdient hat. Aber wenn man es nicht hat, ist es nicht so schlimm. Und man kann trotzdem 100% der normalen Achievements haben. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Weil es ist schon ein extrem schwieriger Modus, Leute. Wie gesagt, viel Glück hat damit zu tun, ob man das Achievement kriegt oder nicht. Wir werden natürlich spielen, bis wir es haben, Leute. Ich werde die Tage nochmal streamen, das Game, auf dem Hauptkanal. Und ich werde so lange streamen, also ich werde öfter streamen, bis ich das Achievement habe, Leute. Ich will das Achievement haben. Ich werde es mir besorgen. Komme, was da wolle. So, brauchen wir einen Schlüssel? Ne, brauchen wir nicht. Okay, sehr gut. Komme, was da wolle. Ich werde mir das Ding holen. Das ist ein ultra seltenes, krasses Achievement. Wenn man es hat, ist extrem cool. Deswegen, ich werde es mir besorgen. Werdet ihr es euch auch besorgen, das Achievement? Ich denke schon. Weil alleine, wenn man das dann über seinem Charakter hat, ist man einfach schon 10-mal krasser in Doors. So, jetzt haben wir hier Eis und... Na? Ah ja, ich wollte gerade sagen, da wird doch noch jemand kommen. Licht hat geflackert. Nicht, dass ich zu früh... Alter, wieder Eis. Direkt wieder Eis im nächsten Raum. Was soll denn das? Aber wir haben auch schon wieder voll wenig... Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir haben auch schon wieder voll wenig Leben... Was definitiv nicht gut ist. So, warte, wir catchen erstmal hier gerade. Oh, ein Pflaster. Sehr gut. Oh, ein Drink. Sehr gut.
Dann halten wir auch wieder ein bisschen mehr aus, wenn uns Eis begegnet. Ey, noch ein Drink, Leute. So was Dummes. Hier ist der Schlüssel, Leute. Ey, als wenn mich da dann jetzt noch Screech erwischt. Come on. Und jetzt habe ich immer noch nicht das getestet, was ich eigentlich testen will heute. Eine heilige Granate auf Sieg schmeißen, weil hier ist nirgendwo eine Granate. Warte, es hat geflackert. Kommt irgendwas? Geflogen oder nicht? Sieht nicht so aus. Okay, oh, wir sind schon im Gang. Und wir haben keine Granate, Leute. Ich wollte einfach nur mal eine Granate auf Sieg schmeißen. Ich glaube nämlich, die funktioniert auch bei Sieg. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber wir haben sie halt nicht. Und jetzt kommt wieder Sieg mit seinem Auto angefahren. Das kannst du keinem erzählen, ne? Hier echt wie Mario Kart. Dann liegen da auch noch Bananenschalen hinter. What the hell, man? Als wäre das hier alles ein Witz. Okay, wir ziehen durch. Wir haben Guiding Light nicht auf unserer Seite. Also müssen wir extrem aufpassen, in welche Richtung wir laufen. Wenn wir hier in den Gang kommen, wieder rechts. Oh, er ist direkt hinter uns. Und nach links. Oder geradeaus, besser gesagt. Und nach links. Okay, okay. Let's go, let's go. Perfect, perfect, perfect. Ah, der ist direkt hinter uns. Oder klingt das nur so? Whoop. Oh ja, Alter. Wow. Der war ja mal ultra knapp. Alter. Da hätte er uns fast erwischt. Das war wild. Okay. Wir laufen geradeaus hier durch. Ey, ich wette, jetzt taucht gleich nochmal irgendwo Jeff auf, oder? Oder Eis, natürlich. Okay, Eis ist nicht so verwunderlich. Aber wenn gleich nochmal Jeff kommt, bevor wir in die Bibliothek gehen, ich glaube, dann weine ich. Oh, warte mal, was ist der nächste Raum? Warte, kann ich noch lesen? Oh, nein. Oh, jetzt kommt noch jemand geflogen. Ey, hört doch einfach auf. Kommt auch jemand? Jupp, schnell rein. Alter, der ist voll leise. Voll leise, bis kurz bevor er da ist. Ah, natürlich. Aber, wow. Aber durch das Vieh wissen wir jetzt natürlich, in welchen Raum wir müssen. Also extrem entspannend, muss man sagen. So, zack. Jetzt hier noch ein bisschen Bilder verbasteln. Und weiter geht's. Perfekt. Warte. Welche Nummer? 43. Das heißt, als nächstes... Warte. Whoop. Das heißt, als nächstes 44. Okay, nicht hier lang. Das Schild ist schon abgefallen, also ist definitiv falsch. Wir müssen hier durch. Let's go. Okay, wir kommen aber gerade gut voran, muss man auch sagen, ne? Also wir sind gerade gut dabei. Und schon bei... Was heißt schon? Bei 46. Oh, warte. Zack. Screech angeschaut. Okay, easy. Oh, ich brauche einen Schlüssel. Wow. Warte, wo ist eine Tür? Hier ist keine Tür. Oh. Alter, oh, ich habe Damage bekommen. Nix gut. Hier ist der Schlüssel. Okay, let's go. Und wir machen auf. Easy peasy. Ist auch ein langer Gang. Hier kann man einfach durchlaufen. Mir passiert nichts. Bisschen Gold. Ah. Alter. Jo, wie oft ist denn Screech gerade aktiv? Was soll das denn? Oh ja, moin. Wieder ein komplett dunkler Raum. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Oh nein, ich muss ihn angucken. Nein, ich kann ihn nicht angucken, weil ich umgefallen bin. Wo ist er? Ist er weg? Nee, da ist er. Wow. Alter, war einfach in der Wand. Jo, dieses Game macht mich fertig, ne? Aber jetzt... Oh, endlich Bibliothek. Gott sei Dank. Okay, warte, finden wir hier noch irgendwo eine Granate? Bitte, 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 bitte. Bitte, gib mir eine Granate. Bitte. Bitte eine Granate. Bitte. Okay, dann halt nicht, Mann. Dann müssen wir jetzt irgendwie hier durchkommen, während Figger aktiv ist. Aber das kriegen wir auch hin. Der sieht ja nichts. Der ist blind auf einem Auge. Er hat ja nicht mal ein Auge. Ist da noch viel schlimmer. Okay, wir sammeln direkt schnell alle Bücher, die wir irgendwie jetzt hier sofort finden können, so schnell es geht. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder 7 Jahre hier in der Bibliothek rumzuschimmeln. Das muss echt nicht sein. Aber ich würde trotzdem irgendwie gerne wissen, welcher von den Entwicklern sich ausgedacht hat. Hey, lass doch einfach in der Bibliothek 10 Symbole benutzen. Viel lustiger. Warte mal, hier ist noch ein Buch irgendwo. Ist das hier drüben? Ah, hier oben. Okay, nice. So, hier ist ein Buch. Oh, mal komm. Bro, chill. Ich bin's nur. Lass mich bitte in Ruhe. Hat er mich gehört? Nee, hat er nicht. Noch ein Buch geschnappt. Let's go. Wir rushen hier einfach durch. Lass mich gar nicht aus der Ruhe bringen. So, 10 Seiten Code hier nehmen wir auch mit. Oder 10 Symbole oder whatever. Ist mir auch egal. Wir haben schon eine Menge Symbole gesammelt. Wo läuft der hin? Er läuft einfach da runter, oder was? Okay, mach doch. Ich wollte gerade sagen, bitte komm nicht wieder zurück.
Genau das macht er dann aber auch noch. Hat uns einfach gescampt, der Otto. Okay, hier ist ein Buch. Let's go. Habe ich gehört. Hier ist ein Buch. Habe ich gehört. Hier sind sonst keine Bücher mehr. Zack, ein Buch. Und zack, ein Buch. Jupp, jupp, jupp. Noch ein Buch. Let's go. Ich kann lesen. Hier ist kein mehr. Aber ich denke, hier oben sind noch mehr. Oder? Wir haben schon echt viele jetzt, ne? Mal sehen, ob hier oben überhaupt noch eins ist. Ja, lauf besser weg, Kollege Schnürschuh. Okay. Jo, hier ist noch eins. Nehmen wir mit. Easy. Ah ja, da sind noch mehr auf der anderen Seite. Ich hör's. So viele Bücher, Alter. Hier ist auch noch eins drinne. Aber andere Seite. Yep, hier. Aber das müssten alle gewesen sein, glaube ich. Okay, wir sammeln noch ein bisschen Münzen ein, weil es einfach besser ist. Und dann... Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist. Aber wir gehen hinten in die Ecke. Whoop. Ganz hier hinten in die Ecke. Hier kann man in Ruhe den Code lösen. Machen wir mal eben. Oh nein, Leute. Ein Symbol fehlt uns noch. Ich habe ein Buch nicht gefunden. Die 10 fehlt uns noch. Also die letzte Zahl. Irgendwo hier muss noch ein Buch sein. Oh mein Gott. Wie konnte sowas nur passieren? Aber ich bin mir sicher, das Buch ist unten. Ich glaube nicht, dass es hier oben ist. Oh ja, ich kann es sogar hören. Hier ist es. Mach auf. Oh, das ist eine 8. Okay. Also habe ich den Code. Ich habe den Code. Letzte Zahl ist eine 8. Einfach merken, nicht vergessen. Merken und nicht vergessen. Alles ist gut, wir kriegen das hin. Der Code ist sogar ziemlich einfach. Also wir müssen nicht mal ultra viel machen. Es sind ziemlich niedrige Zahlen, außer die letzten beiden. Ihr werdet es jetzt sehen. Okay, wir gehen hier hin. Denn wir haben 2, 4, 1, 1, 0, 2, 4, 1, eine 6 und die 8. Und geh auf. Let's go. Yes. Boah. Ich habe es durchgeschafft, Leute. Perfekt. Die allerechten Profis. Hi, Jeff. Voila, amigo. Hi. Jungs, ich bin's. Ich bin jetzt da. Okay. Wir kaufen uns jetzt mal das Kruzifix. Wir kaufen auch den Skelettschlüssel. Wir lassen noch ein paar Tipps hier und noch mehr Tipps, damit er sich freut. Jeff, bitte töte mich nicht. Danke. Komm, die Taschenlampe kaufen wir auch noch. Was will ich sonst mit meinem Gold machen? Denn wir schauen jetzt mal, ob wir bei diesen neuen komischen Entities das Kruzifix benutzen können. Vielleicht auch gegen Jeff. Das wäre cool. Ja, das wäre cool. Und ja, mit Bob reden wir nicht. Der haut uns nur einen Jumpscare rein. Und falls wir es durchschaffen noch jetzt, bis zu diesem kranken Zimmer oder was das ist. Warte mal, es hat geflackert. Kommt aber nichts. Okay. Schaffen wir es durch bis zu diesem Krankenzimmer, will ich den Skelettschlüssel da benutzen und schauen, ob hier im Hardcore-Mode was anderes in diesem Raum drin ist. Das sind Sachen, die mich interessieren. Das muss ich rausfinden. Deswegen 56, als nächstes kommt 57. Ich habe doch manchmal in Mathematik aufgepasst, Leute. Und danach kommt 58. So ein Ding ist das nämlich. Aber... Erstmal muss ich mich jetzt verstecken. Und zwar... Jetzt! Jetzt! Wupp! Okay. Easy. Boah, Alter. Das Vieh ist ja ultra laut. Also man weiß eigentlich genau, in welche Tür man nicht rein darf. Das Problem ist nur, dass das Biest nicht immer Geräusche macht. Okay. Raum 59. Es war nur Glitch. Alter, habe ich mich erschreckt. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, das war's, Leute. Ich dachte, wir können kündigen. Okay, hier haben wir nochmal so einen großen Dings. Scheppern wir uns auch mal rein. Und machen weiter. 61. Okay, jetzt müssen wir hier wieder den dämlichen Hebel im Keller finden. Zum Glück haben wir eine Taschenlampe dieses Mal dabei. Wer vor ein paar Tagen, oder wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon über eine Woche her, wer da im Stream dabei war, auf dem Hauptchannel, da mussten wir ohne Lampe hier unten drinne den Hebel suchen. Das war absoluter Krampf, Leute. Ich dachte echt, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Das war das Schlimmste, was ich jemals machen musste in irgendeinem Game. Im Dunkeln, in dem Keller hier, den Hebel suchen. Ich mache jetzt mal das Licht aus, damit ihr seht, wie das ist. So, und dann läufst du hier rum. Du weißt nicht, wo du hin musst. Du weißt nicht, wo die Wände sind. Es ist furchtbar. Hier ist er. Hab ihn. Easy. Okay, und hier müsste doch irgendwo die Tür sein, um wieder hochzukommen. Locker, locker. No problemo. Weiter geht's. Oh, es kommt Ambush. Okay, warte, auf Ambush habe ich jetzt gar keinen Bock, Leute. Nee. Nein. Nicht mit mir. Chill. Mach's gut, Bro. Zieh durch. Ist mir egal. Ich habe eben gesagt, hey, ich will's bei Jeff versuchen, aber kein Bock jetzt auf Ambush, Leute. Ich sag's euch. Am Ende buggt der wieder rum und dann tötet er mich wieder. Und ich kann nicht weiterspielen.
das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Wenn der wieder verbuggt ist und keine Geräusche macht, dann heul ich. Dann heul ich. So, warte, was war das jetzt hier für ein Raum? Für eine Nummer? Ich glaube, es war 64. Das heißt, das nächste ist dann in dem Fall 65. Korrekt. Oh, es ist sogar der Raum hier. Let's go. Ist hier was Neues dann jetzt in dem Modus hinter dem Schloss hier? Wäre ja nur fair. Oh mein Gott, was ist das denn? Warte, erstmal die Pflanze reinziehen. Dein Herz schlägt stärker als zuvor. Alter, der Bonus ist auch krasser, oder? Leute, was ist das denn hier? Hä? Kann man auch mehrere einsammeln? Nee, kann man nicht. Trotzdem nur drei. Alter, wie viel Gold ist hier so drin? Ist hier überhaupt Gold drin oder sind hier auch jetzt nur... Yo, Dietrich ist hier noch am Start. Let's go. Komm, mach mal hier. Mach mal die Schublade auf, bitte. Die letzte. Gold. Noch mehr Shake-Zeug. Und Gold. Alter, was ist das denn für ein Raum? Der Raum ist ja komplett OP im Hardcore-Modus. Alter, man kann... Wow, man kann 6 von den kleinen Dingern mitnehmen. Alter Falter. Okay. Yo, da wird man ja richtig rich hier drinne. Yo. Okay, das ist wild. Yo, einfach ultra viel... Was ist mit meiner Lebensleiste los? Okay, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ist aber auch egal. Wir sind jetzt absolut maximales Leben. Maximale Schilde. Wir haben eine Lampe. Wir haben Vitamine. Wir haben das, da... Oh, nein. Schnell. Runter das Bett! Boah. Okay, raus, 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 raus. Alter, wir sind gerade ultra gut, Leute. Das könnte ein Run sein. Das könnte ein Run sein, indem wir das Game schaffen. Wir haben noch keinmal Jeff gesehen. Ich habe volle Schilde, volles Leben, Vitamine, Dietriche und noch die Taschenlampe. Eigentlich gibt es nichts, was uns aufhalten kann. Außer mein eigenes Unvermögen. Ambushed. Wieder runter, wieder runter. Wenn ich jetzt noch ein paar Handgranaten hätte, Leute. Boah, wir haben es durchgeschafft. Wenn ich jetzt noch ein paar Handgranaten hätte, einfach. Okay, der Raum hier ist es nicht. Also ist es hier drüben, der 69. Wir brauchen auch den Schlüssel. Warte, ist der Schlüssel hier drin? Boah, Alter. Turbo Lucky, Turbo Lucky. Mach auf. Okay, let's go. Yo, das ist ein richtig guter Run. Wir sind übelst dabei, Leute. Yo, direkt den nächsten Schlüssel auch hier gefunden. Okay, wir müssen uns auch gar nicht lange aufhalten. Wir brauchen kein Gold mehr. Das Einzige, was jetzt echt noch gut wäre... Warte, 70? Also 71. Das Einzige, was jetzt krass wäre, wäre halt nochmal ein paar Handgranaten. Das wäre jetzt krass, damit wir Figure am Ende direkt ausschalten können. Das wäre jetzt nochmal crazy dann, dass wir Finger direkt besiegen können, wenn es am Ende soweit ist. Aber jetzt gleich haben wir die Seek-Verfolgungsjagd. Wir haben zweimal Vitamine dabei. Die Verfolgungsjagd wird jetzt auch gar kein Problem. Leute, wenn wir jetzt hier nicht nochmal komplett dumm sind am Ende, schaffen wir es hier jetzt. Batterie rein. Let's go. Let's go. Come on. Ja, hol dein Auto. Hol dein Auto und... Ab geht's, ab geht's. Rein damit. Und schieß. Warte, wo ist... Hä? Nein. Oh mein Gott, ich hab direkt verkackt. Nein, was mache ich? Nein, nein! Oh, wie kann man denn eine Siegverfolgungsjagd so verkacken? Ich hasse mich. Ich hasse... Gibt's, Leute... Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns Tür 82. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt gerne das letzte Video hier drüben aus. Ciao, ciao.